sehr geehrtes Internet. Hallo! Na? Wie geht's euch? Ich bin arschaufgeregt. Ich habe gerade zur Vorbereitung auf dieses Video versucht, mich so wenig es geht vorzubereiten und habe die ganze Zeit YouTube-Videos geguckt und Podcasts gehört, damit mein Gehirn sich nicht schon vorstellt, was ich gleich hier sagen werde. Ja, also es ist ganz, ganz komisch. Das Gehirn ist ja eigentlich dafür da, dass es uns unterstützt, aber mein Gehirn steht mir mehr im Weg. Ganz oft ist es so, dass ich ein Video aufnehmen will und dann dusche ich und bin in meinem Kopf und stelle mir vor, was ich euch erzählen will. Und wenn ich dann vor der Kamera sitze, dann habe ich das Gefühl, ich habe das alles schon erzählt und es ist wie auswendig gesagt, weil mein Gehirn das vorher schon alles, bevor ich die Kamera auf Record gedrückt habe, gesagt hat. Gedacht hat. Ja, und deswegen habe ich gerade die ganze Zeit versucht, mein Gehirn zu interrupten, damit ich auch hier sitze und einfach ganz spontan mit euch rede. Beziehungsweise es ist nicht 100% spontan, denn ich habe ein Skript. Das ist mein Skript. Könnt ihr das sehen? Nee. Ja, das professionellste Skript der ganzen Welt. Na, Leute. Erstmal hallo, hier ist Jaco Wusch. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wer ich bin. Ich bin, ich weiß nicht, wann ich mein letztes Video hochgeladen habe, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Und einige Leute denken, wer ist das denn? Andere Leute denken, oh, vielleicht freuen sich ja auch ein paar Leute, mich wiederzusehen. Und ein paar denken, oh, ich kotze, schon wieder so ein Video, wo sie nach 300 Millionen Jahren zurückkommt. Dazu werde ich am Ende dieses Videos noch mehr sagen. Also, um euch mal ein bisschen reinzuholen. Ja, wie fange ich ihn jetzt an? Also guck mal, es ist so. Ich habe eine Videoidee gehabt letzte Woche. Und zwar wollte ich gerne ein Serienempfehlungsvideo machen. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie strange, wenn ich zurückkomme und einfach anfange, über Serien zu reden und mich aber seit einem Dreivierteljahr nicht gemeldet habe, nachdem das Letzte, was ihr von mir wusstet, war. Keine Ahnung, die letzten 3 Jahre waren auf meinem Kanal. Ja, es waren zwar auch zwischendurch so lustige Sachen dabei, aber es war ja auch schon relativ tragisch. Ne? Also erst kam diese fette Rückenproblematik, wo ich operiert wurde und nicht mehr laufen konnte vor lange. Und dann ist mein Papa gestorben und es kamen Videos, wo ich geweint habe und euch erzählt habe, wie es mit mir, wie es mir geht, wie es um meine mentale Gesundheit steht. Und ja, dann habe ich meine Wohnung in Berlin aufgegeben, zusammen mit Kevin. Ich rede immer in der Ich-Form. Wir haben unsere Wohnung aufgegeben, sind nach Indonesien gereist, haben unsere Sachen eingelagert, sind zurückgekommen und ich so, ach so, ja übrigens, ich bin jetzt in meine Heimatstadt zurückgezogen. Bumm, und dann war ich weg. Und jetzt einfach so zurückkommen und so mit einem random Serienvideo hat sich irgendwie komisch angefühlt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein kurzes Live-Update und kläre euch mal so ein bisschen auf, weil super viele von euch kennen mich ja auch nur hier auf YouTube und verfolgen mich nur hier auf YouTube. Und es gibt natürlich noch andere, also ich bin ja jetzt nicht einfach komplett im Internet abgetaucht, so ist es nicht. Es gibt auch einige Leute bestimmt auch von hier, aber auch viele andere, die vielleicht auch hier gar nicht sind, die mich vielleicht zwischendurch mal auf Instagram verfolgen. Da mache ich jetzt auch nicht so super viel, aber zwischendurch mal was. Und natürlich den Podcast, ne, mit meiner Freundin Sam. Da, also wer den hört, ist ja sowieso immer irgendwie up to date. Ich habe irgendwie gefühlt fast 8 Jahre auf YouTube mein Leben geteilt, oder? Ich glaube, es war wirklich so lange. Ich habe 2012 das erste Video gemacht, 2014 wurde es wirklich regelmäßig und bis so vor 3 Jahren habe ich es ja auch wirklich fast wöchentlich gemacht, ne? Und dann wurde es ja so, da vor 3, 4 Jahren, da wurde es so, mal war sie da, dann war sie wieder weg, dann war sie wieder da, dann war sie wieder weg. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, verbringt ein paar Minuten mit mir, holt euch einen Kaffee und wir chillen kurz zusammen und ich erzähle euch ein bisschen was. Ich habe jetzt eben auch noch mal kurz auf Instagram gefragt, was die Leute für offene Fragen haben, auf die ich niemals eingegangen bin, jemals irgendwo. Aber auf Instagram kamen dann schon sehr spezifische Fragen von Leuten, die mich halt auch da und im Podcast verfolgen. Ich versuche jetzt aber mal so ein bisschen gröber an die Sache ranzugehen. Also was ich erstmal ganz sweet fand, war, dass ganz viele Leute mich gefragt haben, wie es mir geht insgesamt, weil sich ja schon viele Dinge in meinem Leben wahrscheinlich auch verändert haben und vielleicht auch einfach nur, weil ihr nette Leute seid und andere Leute fragt, wie es ihnen geht. Mir geht es sehr gut. Ja, mir geht's sehr gut. Ihr habt ja mitbekommen auch hier, dass es mir lange Zeit auch nicht gut ging. Ich hatte sehr viele mentale Probleme. Ich war in Trauer, ich war komplett überfordert mit allem, wirklich mit allem, mit mir selbst, mit meiner Welt, mit dem Druck um mich rum und auch mit der Arbeit eine Zeit lang, weil Privatleben und Arbeitleben zusammen irgendwie gar nicht funktioniert hat, weil ich ja schon auch einen recht kreativen Beruf so habe und ja, was soll ich euch sagen, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, also ich höre das immer wieder so von Musikern, vielleicht ist das auch in der
beim Musikmachen nochmal was anderes, aber gerade so von wirklich so Künstlern höre ich ganz oft, dass ihre Traurigkeit und ihr Schmerz sozusagen ihre Kreativität ankurbeln. Also ich höre in Songs immer wieder den Satz so, dass dieser Schmerz zu den besten Texten führt und so. Und bei Lyrik und so verstehe ich das auch, aber bei mir war das überhaupt gar nicht so. Umso schlechter es mir ging, desto weniger wollte ich, dass die Welt mich sieht. Deswegen hat das hier auch wahrscheinlich nicht mehr so gut für mich geklappt irgendwie und weil, ja, keine Ahnung, I don't know. Dementsprechend, mir ging es lange Zeit überhaupt gar nicht gut, also hatte viele Mental Struggles, aber mir geht es jetzt sehr gut. Und da arbeite ich gerade so ein bisschen dran und ich versuche gerade natürlich das Leben in der neuen Stadt, in der ich wohne, gerade so ein bisschen aufzubauen, soziale Strukturen so zu etablieren. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu, wenn es ums Thema geht, wo wohne ich gerade hier und ja, was passiert hier so. Ja, ansonsten geht es mir wirklich sehr gut. Ich bin nach wie vor mit Kevin zusammen, da gab es letzte Woche ein kleines Drama, als ich gesagt habe, in meiner neuen Wohnung, in die ich gezogen bin, und alle haben gedacht, oh mein Gott, sie alleine wohnt in ihrer neuen Wohnung und ist von Kevin getrennt. Und nein, Kevin und ich sind immer noch zusammen und wir wohnen auch gemeinsam in dieser Wohnung. Ich habe einfach nur eine sehr egozentrische Sprache und sage ständig ich. Ich nenne mich auch immer zuerst, wenn ich was aufzähle. Mein Gehirn ist einfach chronisch unsympathisch. Ja, okay. Also das zu der Frage, wie es mir geht. Dann kam ganz oft die Frage, wo ich jetzt wohne, ob ich noch in Bielefeld wohne. Ich habe das ja im letzten Video so ein bisschen angeschnitten, dass ich nach Bielefeld gezogen habe, mir da eine Wohnung geholt habe und habe dann aber, glaube ich, nicht mehr dazu gesagt. Ich wohne noch in Bielefeld. Ich will immer sagen, in meiner Heimatstadt, aber es ist überhaupt nicht meine Heimatstadt. Ich komme ja nämlich eigentlich aus Lübbecke. Das ist eine Kleinstadt, ungefähr 45 Minuten mit dem Auto von Bielefeld entfernt. Da komme ich her und da wohnt auch meine Mama. Ich wohne jetzt aber in Bielefeld zusammen mit Kevin, dessen Heimatstadt Bielefeld ist. Also Kevin kommt ja ursprünglich aus Bielefeld und seine Familie wohnt hier auch und dementsprechend ist es für mich schon so Heimat irgendwie. Ich habe auch hier damals mal 1,5 Jahre studiert und gewohnt und habe hier auch Kevin kennengelernt und viele Freunde von mir haben hier gewohnt, wohnen hier noch und dementsprechend fühlt es sich wie Heimat an. Ja, weil ich natürlich auch mich kurz ins Auto setze oder in den Zug setze und halt super schnell auch in meiner Kleinstadt, Heimatstadt auch bin. Es wurde mir sehr häufig die Frage gestellt, ob ich hier glücklich bin, ob ich es bereut habe, nach Bielefeld zu ziehen, weil viele Leute ja auch wissen, dass ich sehr lange damit gestruggelt habe, dass ich immer so ich habe glaube ich schon vor 5 oder 6 Jahren ein Video hochgeladen, Stadt oder Land, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das war sowieso einer der größten Struggles für mich die letzten Jahre. Ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Ich war irgendwie immer auf der Suche nach einem Zuhause. Überall auf der ganzen Welt. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo hingereist bin, egal ob es Thailand war oder Kambodscha oder Indien oder Bali oder Italien oder Spanien, egal wo ich die letzten Jahre war, es war immer so ein Blick auf, könnte ich hier zu Hause sein, könnte ich hier wohnen, könnte ich hier eine Immobilie erwerben, egal ob ich, auch wenn ich das Geld nicht dafür hatte, ich habe immer darüber nachgedacht, könnte ich hier hinziehen, wie wäre das, und war irgendwie immer so auf der Suche nach einem Zuhause. Und dann waren wir dann ja auf Bali und hatten irgendwann mal so ein Gespräch im Pool, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach Entscheidungen für mein Leben treffen. Ich habe das Gefühl, ich schwimme die ganze Zeit, ich suche die ganze Zeit nach, wo kann ich hin, wo kann ich hin? Und dann hat Kevin mir gesagt, was er möchte. Er meinte, ich will nach Bielefeld. Ich will zurück. Und irgendwie war das für mich voll die Erleichterung. Sonst war das bei uns immer so, ich habe gesagt, oh, wir könnten das ausprobieren. Oder wir könnten das ausprobieren. Und dann hat Kevin immer gesagt, okay, ich mach mit. Oh, hallo Sonne. Oh, ich habe dich auch schon so lange nicht mehr gesehen. Bleib. Nein, sie geht wieder. Schade. Das war trotzdem schön. Ich will die Story jetzt auch gar nicht zu lang ziehen. Wir sind hierher gezogen und ich habe das Gefühl nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr das Gefühl, wo gehöre ich hin, wo muss ich hin? Ich fühle mich wirklich angekommen hier. Ja, ich fühle mich angekommen hier in Ostwestfalen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für immer Bielefeld bleibt oder ob es vielleicht sogar irgendwann mal meine Heimatstadt Lübbecke wird. Aber vielleicht bleibt es auch Bielefeld, weil es hier ein bisschen, ihr wisst ja, ich koche nicht so gerne. Ich musste ja immer Kochvideos drehen, um überhaupt zu kochen. Und hier kann man halt wirklich sehr gut essen gehen. Und in Bielefeld nicht. Da gibt es, glaube ich, 3 Restaurants und 2 davon schmecken scheiße. Deswegen ist es ganz schön. Bielefeld ist eine Großstadt. Und bitte Bielefeld gibt es doch gar nicht in die Kommentare. Tut mir den Gefallen. Ich höre das schon 10-mal am Tag. Nicht noch in den Kommentaren. Ist eine kleine, aber feine Wohnung, die ich von der Aufteilung auch wirklich sehr geil finde. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir super lange in dieser Wohnung wohnen werden.
Ja, ich bin immer noch ich und ich kann nicht länger als ein Jahr irgendwo. Nein, Spaß. Ich hoffe, ich kann irgendwann länger als ein Jahr irgendwo wohnen. Es ist auch so ein bisschen mehr los in meinem Leben, seit ich hier wohne. Wisst ihr, hier ist meine Mama wohnt hier, die kommt zwischendurch am Wochenende mal vorbei und pennt hier. Ich kann zwischen unter der Woche oder mal zu ihr fahren, wenn irgendwas ist. Also ich liebe es, dass ich sie so nah bei mir habe. Dann ist halt Kevins Familie auch wirklich 5 Minuten mit dem Auto hier entfernt. Da waren wir in letzter Zeit wirklich sehr wenig. Waren Weihnachten da? Oh mein Gott, Weihnachten konnte ich zu meinen Familien fahren und danach wieder nach Hause in meine eigene Wohnung fahren. Das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Entweder ich habe zu Hause gewohnt oder ich habe am Arsch der Welt gewohnt und habe dann da 4 Tage gepennt und übelster Stress, voll viele Leute haben da geschlafen und so weiter. Und jetzt ist so, ich kann einfach so zu Weihnachtsessen fahren. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist voll abgefahren irgendwie. Ich liebe das. Ja, ich habe wieder ein paar alte Freundschaften aufleben lassen. Ich habe wieder sehr, sehr viel mit meiner Freundin Tracy zu tun. Wir unternehmen viel, bummeln durch die Stadt, machen genau wie früher wieder Pläne, sitzen im Auto auf dem Parkplatz bei Mc's, wie wir es schon als Teenies gemacht haben und schmieden irgendwelche Businesspläne oder Karrierepläne oder Lebenspläne oder machen Wochenpläne oder Sportpläne. Jetzt werden wir krass in 3 Wochen in 3 Monaten. Ich liebe das irgendwie. Das ist so ein richtiger Flashback und irgendwie hat mir das so ein bisschen gefehlt, weil in Berlin war es so, ich habe zwar super viele coole Leute da kennengelernt, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich aus der WG ausgezogen bin, hatte ich irgendwie bis auf vielleicht meine Freundin Laura, aber sonst darüber hinaus nur Freundschaften in Berlin, wo ich mich mal so alle 3 Monate mit den Leuten getroffen habe, wisst ihr? Ich habe mich zwar voll gut mit denen verstanden, aber es war immer so, Berlin ist so riesengroß. Immer war es 1/2 Stunde Fahrt, dann hat man für 4 Tage später eine Verabredung in dem und dem Restaurant gehabt. Und es war aber nie dieses, ey, ich komm vorbei, lass mal chillen. Oder lass mal draußen treffen. Lass mal in der Stadt treffen. Ich treffe mich jetzt wieder in der Stadt. Ich schwöre bei Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder an den Punkt komme. Ich dachte, das macht man nur, bis man 18 ist. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt mal wieder so ein normales Leben. Ich weiß, das Wort normal ist komisch, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. So wie ich das von früher kenne. Und das mag ich ganz, ganz doll, weil ich das sehr lange nicht hatte. Es war mal natürlich alles immer sehr actionreich und aufregend und ich liebe das ja auch. Ich bin ja, keine Ahnung, die Schachbrettfiguren sind gerade wieder aufgestellt, da haue ich unten drunter und verursache Chaos, weil ich wieder irgendeine neue Lebensidee habe. So ist es ja schon immer bei mir gewesen und so werde ich auch immer sein, aber trotzdem liebe ich es jetzt einfach, so eine schöne Basis zu haben. Viele denken sich jetzt so, ja, Jaco, erzähl uns was Neues. Mein ganzes Leben ist schon immer so. Wieso freust du dich eher da so drüber? Ja, ich hatte das halt voll lange nicht. Ich bin um die Welt gereist und habe coole Sachen erlebt, aber als dann so mein Papa gestorben ist und dann so diese Einsamkeit aufkam, da habe ich irgendwie angefangen, so die kleinen alltäglichen Dinge des Lebens viel mehr zu erkennen, wie wichtig die für mich sind, um mich sicher zu fühlen und geborgen zu fühlen. So, weil sehr persönlicher Einblick jetzt dafür, dass gefragt ist, wie fühlst du dich in Bielefeld? Also, fühle mich hier gut, ich bleibe hier, man kriegt mich hier nicht weg. Ich werde jetzt maximal noch von hier verreisen und wenn ich irgendwann richtig rich bin, da bin ich zwar gerade meilenweit von entfernt, aber wenn ich irgendwann richtig rich bin, dann würde ich mir vielleicht ein Ferienhaus irgendwo holen. Da hätte ich Bock drauf, irgendwo, wo es geil ist. Und nicht so teuer. Es haben super viele Leute nach Reisen gefragt. Macht ja auch total Sinn, weil man verbindet mich ja auch so ein bisschen damit. Es haben auch ganz viele Leute nach dem Reisekanal gefragt, der ja nicht mehr aktiv ist. Und da wollte ich jetzt einmal so ein Overall-Statement zu geben. Meinen Reisekanal gibt es nicht mehr. Das haben, glaube ich, nicht alle mitbekommen. Es gab einen kleinen Shitstorm damals. Es ist so, mein Reisekanal hatte einen politisch nicht korrekten Namen. Das wusste ich damals nicht. Ich hatte auch eine Schmuckkollektion, die so hieß, das G-Wort, so nenne ich es jetzt einfach mal. Da haben sich viele Leute drüber aufgeregt und das kam aber alles an einem Tag raus. Also es ist nicht so, dass jemand mir das geschrieben hat und ich habe das ignoriert und so weitergemacht, sondern ich habe mal ein Interview gegeben auf einem anderen Kanal. Da sind Leute auf mich aufmerksam geworden und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und deswegen habe ich da alles runtergenommen und deswegen gibt es diesen Kanal so nicht mehr. Und ganz viele Leute haben gesagt, wieso hast du nicht einfach den Kanal umbenannt und hast die Videos online gelassen, weil super vielen Leuten diese Videos gefehlt haben. Aber in jedem Video war der Name drin. Ich habe da den Instagram-Kanal zwischendurch eingeblendet. Im Intro stand der Name und es wäre einfach nicht korrekt gewesen, jetzt einfach nur den Namen des Kanals zu ändern. Ich musste diese Videos runterladen.
runternehmen. Und es wäre jetzt wirklich eine große Schnittarbeit, das komplett alles da wieder rauszuholen. Und vielleicht lasse ich das irgendwann mal jemanden machen. Vielleicht habe ich irgendwann mal Hilfe bei mir. Ich selbst habe dafür jetzt aber gerade im Moment keine Zeit und deswegen gibt es die Videos nicht mehr. Das zum Thema Reisen. Hochzeit. So, gleich haben wir auch wirklich alle großen Themen abgearbeitet. Ganz viele Leute, es ist wirklich Thema Nummer eins. Also das war mir wirklich nicht bewusst. Dieses Thema Hochzeit und Kinder und so, das ist ein Ding für Leute, ne? Ich finde das selber ja gar nicht so spannend bei anderen. Deswegen bin ich immer so überrascht. Aber jetzt verstehe ich auch, warum diese ganzen Love Story und Hochzeitsformate und so, so gut laufen im Fernsehen. Die Leute, die wollen das wissen. Das ist voll das Ding irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie hat mich das nie so doll interessiert. Auch wenn ich Hochzeit natürlich total schön finde. So, aber die hatte ich nie so doll auf dem Schirm. Also, ich habe natürlich jetzt fett im Internet erzählt, dass ich Kevin Heiratsantrag gemacht hat. Und auch wenn das natürlich eigentlich mittlerweile eine normale Sache ist, dass eine Frau einem Mann einen Heiratsantrag macht, ist es trotzdem noch nicht so verbreitet wie andersrum. Und da ist ja sozusagen aus konservativer Sicht so rum sehr lange Zeit verrufen war, ist es dann schon aufgefallen, obwohl ich natürlich das Rad nicht neu erfunden habe, weil ganz, ganz viele Frauen ihren Männern Heiratsanträge machen. Und was soll ich euch sagen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist nichts geplant. Wir sind vielleicht diese Menschen, die 15 Jahre lang verlobt sind. Ich weiß, dass das ganz enttäuschend ist für ganz viele Leute, aber es muss ja irgendwann jemand anfangen, das zu planen. Und das muss ja auch bezahlt werden. Und es sind gerade so viele Dinge bei uns, die einfach so viel wichtiger sind finanziell als eine Hochzeit, dass wir das einfach komplett wegignorieren, das Thema. Und so, was, Hochzeit, wieso? Ach ja. Ich glaube, wir sind auch beides Menschen. Uns ist das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Oh Gott, ich glaube, ich enttäusche gerade voll viele Menschen damit. Ich glaube, wir hätten richtig Bock auf die Party und auf die Hochzeitsfeier selber. Aber uns, ich glaube, wir sind beides. Ich spreche jetzt mal für Kevin mit, weil ich glaube, dass wir da ähnlich ticken. Auch wenn wir da, glaube ich, nie so ausführlich drüber geredet haben. Uns ist das jetzt nicht so wichtig, dass wir verheiratet sind. So, ich weiß nicht, was wir dafür, ich weiß nicht, ob wir steuerliche Vorteile hätten. Gott, ich bin so unromantisch, das ist das Erste, woran ich denke. Wir haben Bock auf jeden Fall darauf, irgendwann diese große Feier zu machen. Aber ich glaube, wenn alles andere in unserem Leben so ein bisschen Struktur mehr angenommen hat und unser Zeitmanagement sich verbessert hat und Träume von uns sich erfüllt haben, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, dann ist vielleicht auch die Zeit gekommen, wo wir sagen so, und das Geld, was wir jetzt zurücklegen, das ist für die Hochzeit. So. Ja. Kommen wir zu etwas ganz Neuem. Das habe ich mit aufgeschrieben, weil das eigentlich so ein Update ist, was wirklich super frisch ist. Und zwar, meine Freundin Sam und ich haben ja einen Podcast, habe ich ja eben schon erwähnt. Der heißt Jack und Sam. Und wir gehen auf Tour. Wir gehen auf Tour dieses Jahr. Ich werde euch die Daten noch nennen, aber wir machen eine Podcast-Tour. Das Bühnenprogramm steht noch nicht, so viel sei gesagt. Vielleicht macht Sam eine kleine Stepptanzeinlage. Ich habe mal gesagt, ich werde auf dem Einrad reinfahren. Ich kann gar kein Einrad fahren. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wir haben 2 Jahre lang darüber geredet, was wir tun würden, wenn wir eine Tour machen würden. Und jetzt steht es endlich fest. Wir werden vermutlich, es sind noch nicht alle Venues, also alle Veranstaltungsorte bestätigt, werden wir nach Berlin, Hamburg, Köln, Bielefeld, natürlich Heimspiel, Frankfurt und München kommen. Das sind alle Infos, die ich bisher habe. Mehr habe ich auch nicht. Wenn es weiter, wenn es in den Verkauf geht, werde ich es euch wissen lassen. Oh, jetzt gebe ich schon wieder Versprechungen für die Zukunft. Tu das nicht, Jaco. Du wirst Leute nur enttäuschen. Wir werden nicht so viele Karten haben. Wir haben versucht, die Veranstaltungsorte etwas kleiner zu wählen, damit das Gefühl einfach sehr gemütlich ist, weil wir sind ein Freundinnen-Podcast, wir sind ein sehr intimer Podcast und wir wollen auch so ein bisschen gemütlich auf der Tour kreieren, damit ihr das Gefühl habt, ihr sitzt so ein bisschen unter Freundinnen. Und worauf ich noch verweisen wollte, ist, vielleicht haben es einige mitgekriegt, Sam und ich, wir haben ein Kartenspiel gemacht. Wahrhaftig, das Kartenspiel zum Podcast. Ich habe ja eben erzählt, dass wir immer Zettel aus der Community ziehen und dann darüber reden. Und super viele Leute haben sich halt gewünscht, dass sie diese Zettel auch ziehen könnten. Und deswegen haben wir all diese Zettel auf Karten gebracht. Hier, erzählt von einem Awkward Date. Erzählt von eurer coolsten Lehrerin. Kindheitslügen. Was findet ihr aneinander schön? Erzählt von einer Situation, die euch richtig wütend gemacht hat. Und so weiter. Betrunkene Eskapaden, Peinlichkeiten, Knutschereien. Es ist alles dabei. Und warum ich euch das erzähle ist, ich weiß gar nicht, warum das jetzt in meinem Live-Update gelandet ist. Ich glaube, weil es für mich wirklich so ein Highlight war. Paula vom Kanal Polsche Vita ist Zuhörerin bei uns. Paula macht Trash-TV-Reactions, falls ihr sie nicht kennt. Ich liebe ja auch Reality-TV. Und sie hatte
in ihrem 100.000 Abonnenten-Special unser Kartenspiel zusammen mit Calvin Kleinen gespielt. Parallel werden wir ein Spiel spielen von meinem absoluten Lieblingspodcast, Wahrhaftig. Pack doch mal so eine Frage aus. Körperkomplex, womit struggelt ihr? Und die beiden haben dann darüber gequatscht und ich fand das richtig cool. Ich verlinke euch mal das Video unten in der Infobox, weil ich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass Paula auch so ein bisschen der Grund dafür ist, dass ich gerade dieses Video mache. Weil dadurch, dass sie dieses Video gemacht hat und uns empfohlen hat und gesagt hat, dass wir ihr Lieblingspodcast sind, haben uns wiederum ganz viele Leute geschrieben, Alter Jaco, Calvin Kleinen und La Polce Vita spielen euer Spiel im neuen Video. Und dadurch sind wir in Kontakt mit ihr gekommen, Sam und ich. Haben auch eine Podcast-Folge mit ihr zusammen aufgenommen. Dann hatte ich ganz viel Kontakt mit Paula und Paula hat mir so viel von YouTube erzählt, weil sie ja so im YouTube-Game drin ist und dann hatte ich so große Lust und ich hatte so einen Vermissungsschmerz, dass ich gedacht habe, no, Jaco, jetzt mach ein Video. Damit kommen wir auch zu der Frage, Jaco, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also machst du jetzt dieses Video, um wieder YouTuberin zu werden oder verschwindest du wieder in 3 Monaten? Und ich habe da fast so ein bisschen Herzklopfen, wenn ich das sage, weil ich mal so ein bösen Kommentar bekommen habe. Also als ich das Video gemacht habe, wo ich so geweint habe und erzählt habe, wie es mir ging, hat eine Person drunter geschrieben, oh, ich war schon erst am Abkotzen und habe gedacht, das ist jetzt wieder so ein Video wie, oh, ich bin zurück und warum ich weg war und dann bist du wieder weg, aber jetzt war es ja doch ganz unterhaltsam und emotional und jetzt tust du mir irgendwie leid und ich war so, dieser Kommentar soll nett gemeint sein, aber der ist richtig unangenehm für mich. Ich bin ja so ein sensibles Arschloch, dass sowas mich davon abhalten kann, wieder anzufangen, wenn ich denke, nein, Jaco, du musst hundertprozentig sicher sein, dass du das jetzt komplett regelmäßig, kontinuierlich die nächsten 3 Wochen, das war ein freudscher Versprecher, 3 Jahre hinkriegst, ansonsten denken diese Leute nur das über dich und keine Ahnung was, ich bin so eine unsichere Person, Leute, wirklich, was solche Sachen angeht. Also ich erzähle alles free im Internet, ich erzähle euch von meinem Scheidenpilz, ich rede mit Sam über Analsex und wo ich irgendwie nah betrunken hingekotzt habe oder ganz peinliche Dinge über mich als Person und auch über mein Innenleben, aber wenn es irgendwie darum geht, wenn es um Zuverlässigkeit geht, oder um meine Verpeiltheit oder dass ich irgendwas nicht weiß oder nicht verstanden habe oder was ist politisch korrekt und was nicht und ist es jetzt eigentlich, habe ich überhaupt eine ich bin nicht mehr vegan, habe ich überhaupt eine Daseinsberechtigung, darf diese Flasche Cola in meinem Bild stehen, also all diese Dinge machen mich super nervös einfach. Das sind so Sachen, die mich immer wieder von YouTube wegkicken, weil ich denke, ich bin nicht stark genug für dieses Game, auf jeden Fall. Ja, hatte ich immer Angst, überhaupt ein Video zu machen, weil ich dachte, ich darf nur was machen, wenn ich für immer da bin. Und werde ich für immer da sein? Ich weiß es nicht. Was soll ich euch sagen, Leute? Ich bin eine Katastrophe. Ich habe meinen geregelten Job jetzt so, dass ich Geld verdiene. Also ich habe Projekte, ich habe den Podcast, ich bin finanziell safe. Ich muss YouTube nicht machen, um davon zu leben. Also ich brauche YouTube nicht, um mein Leben zu leben. Aber ich liebe YouTube. Und ich habe mit YouTube angefangen. Und mir fehlt es ganz doll. Und ich fände es irgendwie geil, wenn ich das irgendwie reingequetscht kriege. Oder halt das so organisiert kriege. Keine Ahnung, vielleicht, dass ich den Schnitt abgebe oder so. Und dass ich einfach hier cool Stuff machen kann. Und in der Woche, die ich mir freischaufel, irgendeinen crazy Scheiß mit euch machen kann. Ich habe da richtig Bock drauf. Ob ich das hinkriege, werden wir sehen. Ich werde jetzt nicht schon wieder Versprechungen machen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Videoideen, die werde ich umsetzen. Vielleicht läuft es dann für immer weiter und vielleicht verschwinde ich immer mal wieder für 3 oder 6 Monate und dann komme ich wieder. Wer damit klarkommt, darf gerne bleiben. Ich werde mein Bestes geben. Wer es voll kacke findet, der guckt's halt nicht. Ist das okay? Können wir uns darauf einigen? Aber ich habe so viele Videos gemacht, Leute. Ich drehe mich ja im Grunde genommen auf YouTube immer wieder um dieselben Unsicherheiten. Machen wir uns nichts vor. Alle 3 Jahre kommt ein Video, wo ich heule und sage, ich bin nicht so authentisch, wie ich immer tue. Und dann rauche ich in dem Video, um mir selbst zu beweisen, dass ich real bin. Oder ich erzähle, dass ich Käse esse. Und dann denke ich, dass ich komplett gecancelt werde, weil ich Käse esse und so egoistisch bin. Und dann ist es aber doch irgendwie für alle nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Und dann halt dieses Ding, dass ich halt immer wieder sage, so, ich habe einen neuen Plan. Ich habe das jetzt mit YouTube total im Griff, dass ich das auch noch mit jetzt weitermache. Ja, dann geht diese Orga halt dann irgendwie nicht auf. Auf jeden Fall, so
chaotisch ich auch bin und mein Leben immer wieder über Bord werfe und von neuem starte oder neue Projekte starte, die dann in der Versenkung verschwinden. Ich schaffe es auf jeden Fall, seit 10 Jahren selbstständig zu sein. Ich habe Klamotten, die ich trage, ich habe Essen, das ich esse und ich habe ein Dach über dem Kopf. Offensichtlich kann es ja so schlimm nicht sein. Das war sehr, sehr lang und sehr, sehr viel. Es ist voll geil gewesen, mal wieder mit euch gesprochen zu haben. Gleichzeitig bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen verunsichert, weil ich zu viel auch persönlich aus meinem Innenleben geteilt habe, aber das gehört ja auch hier irgendwie dazu. Wie sage ich denn jetzt Tschüss? Ich weiß nicht. Das fühlt sich irgendwie so komisch an. Ich habe so viel gesagt und trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie habe ich auch nichts gesagt. Ich gebe euch einen Kuss. Wohin ihr wollt. Ihr könnt es euch aussuchen. Au revoir.